Jeder, der noch nach dem Ende seiner Schulzeit mit Mathematik zu tun hatte, hat wahrscheinlich schon mal irgendwie vom Auswahlaxiom gehört. David Hilbert hat schon Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, dass das das bisher in der mathematischen Literatur wohl am meisten angefochtene Axiom ist. Und in einem Standardwerk zur Mengenlehre aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das immer noch erscheint, steht, dass es wohl das interessanteste und am meisten diskutierte Axiom ist, höchstens noch übertroffen von dem parallelen Axiom von Euklid, das aber auch mehr als 2000 Jahre älter ist. In diesem Video möchte ich ein bisschen was über den historischen Hintergrund erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass jemand auf die Idee kam, dieses Auswahlaxiom zu formulieren, wozu man es brauchte. Natürlich möchte ich auch sagen, was das Auswahlaxiom aussagt und was man damit anfangen kann. Hier nochmal eine Folie zur Bedeutung des Auswahlaxioms. Es gibt mindestens sechs ausgewachsene Bücher, die sich ausschließlich mit diesem Axiom und den Konsequenzen aus diesem Axiom beschäftigen. Ich denke, das zeigt, wie viele Gedanken die Mathematiker sich in den letzten Jahrzehnten über dieses Axiom gemacht haben. Für das Verständnis wäre es ganz hilfreich, wenn Sie vorher das Video über das Zermelo-Fraenkel-Axiomsystem gesehen hätten oder sich ein bisschen zumindest mit Mengenlehre auskennen würden. Ich habe das Auswahlaxiom hier zunächst mal so hingeschrieben, wie ich das auch in dem erwähnten Video mit den anderen Axiomen gemacht habe. Lassen sich davon jetzt nicht abschrecken. Da oben ist die rein formale Schreibweise. Darunter steht, was das aussagt. Ich lese das mal vor. Zu jeder Menge von disjunkten, nicht leeren Mengen gibt es eine Menge, die aus jeder dieser Mengen genau ein Element enthält. Da unten steht noch ein bisschen was zur formalen Schreibweise. Dieses Ausrufezeichen hinter dem es gibt bedeutet, es gibt genau ein Y. Das ist nur eine Abkürzung, sonst wäre die Formel noch länger. Und ich habe auch dazu geschrieben, es gibt noch verschiedene andere äquivalente Möglichkeiten, das hinzuschreiben. Die wären eventuell kürzer, dann müsste man aber noch mehr Schreibweisen benutzen, die auch wiederum Abkürzungen sind. An dieser Stelle will ich noch nicht darauf eingehen, was das genau bedeutet. Das will ich später ein bisschen einfacher erklären. Ich schreibe es hier einfach nur mal hin, damit Sie es mal gesehen haben. Zum ersten Mal formuliert hat dieses Axiom Ernst Zermelo, das ist der mit der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre, allerdings bevor er diese Mengenlehre definiert hat, nämlich 1904. Und damals hat er das das Prinzip der Auswahl genannt. Und wie ich auch schon in dem erwähnten Video sagte, wenn man zu dem Zermelo-Fraenkel-Axiomsystem, was man üblicherweise ZF nennt, noch das Auswahlaxiom hinzunimmt, dann nennt man das ZFC, wobei das C für Choice steht. Wir wollen jetzt aber erstmal darüber sprechen, wieso es dieses Axiom überhaupt gibt. Und dazu brauchen wir ein paar Begriffe. Die kennen Sie vielleicht auch schon. Wenn ich eine Relation auf einer Menge habe, die bestimmte Eigenschaften erfüllt, dann nennt man diese Relation lineare Ordnung. Und die beiden Eigenschaften, die erfüllt werden müssen, stehen hier. Die erste ist, wenn x kleiner als y ist, ich nenne das jetzt mal kleiner, aber das heißt einfach nur, dass x und y in dieser Relation stehen. Wenn also x kleiner als y ist und y kleiner als z, dann muss auch x kleiner als z sein. Das nennt man üblicherweise Transitivität. Und die nächste Aussage besagt, dass zwei Elemente immer vergleichbar sein müssen. Wenn ich also x und y habe, dann muss genau eine der drei folgenden Aussagen gelten. Entweder ist x kleiner als y oder y ist kleiner als x oder die beiden sind gleich. Da immer nur eine von denen gelten kann, gilt insbesondere, wenn die beiden gleich sind, kann nicht eine kleiner als die andere sein. Ich sage aber nochmal dazu, kleiner sage ich jetzt hier nur, um das vorzulesen, damit ist nicht unbedingt das übliche kleiner gemeint und x und y müssen auch nicht unbedingt Zahlen sein. Wir schauen uns mal Beispiele an. Wenn Sie irgendeine endliche Menge haben, dann können Sie auf dieser Menge immer mehrere lineare Ordnungen angeben. Hier ein Beispiel, ich habe die Zahlen 0, 23, 42. Die könnten Sie jetzt so anordnen, dass Sie sagen, 0 ist kleiner als 23 und 23 ist kleiner als 42. Sie können es aber auch anders machen. Ich habe es extra mal anders gemacht. Zum Beispiel 42 ist kleiner als 0, 42 ist kleiner als 23 und 0 ist kleiner als 23. Das wäre auch eine lineare Ordnung. Kurzum, wenn Sie eine endliche Menge haben, können Sie die immer so anordnen, dass das, was rauskommt, eine lineare Ordnung nach der obigen Definition ist. Was einem natürlich zuerst einfällt, sind die Zahlen, die man so kennt und danach ist der Begriff lineare Ordnung auch modelliert. Wenn ich die reellen Zahlen nehme, dann ist das übliche kleiner, so wie wir es kennen, eine lineare Ordnung. Jetzt mal ein Gegenbeispiel, damit man sieht, dass das nicht immer klappt. Nehmen Sie zum Beispiel die Menge aller Mengen von natürlichen Zahlen und nehmen Sie darauf als Ordnung Teilmenge.
dann ist das zwar transitiv, also wenn A eine Teilmenge von B und B eine Teilmenge von C ist, dann ist A auch eine Teilmenge von C. Aber die zweite Bedingung gilt nicht. Beispielsweise nehmen Sie die beiden Mengen 1, 2 und 1, 3, dann sind die beiden nicht vergleichbar. Weder ist eine Teilmenge von der anderen, noch sind die beiden gleich. Also das wäre keine lineare Ordnung. Das würde man dann eine Halbordnung nennen, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Für uns wichtig ist noch eine Erweiterung des Begriffs. Wenn man eine lineare Ordnung hat und die noch eine weitere Eigenschaft hat, dann nennt man das eine Wohlordnung. Und diese weitere Eigenschaft, die man braucht, ist die folgende. Wenn ich mir irgendeine nicht leere Menge rausnehme aus meiner Grundmenge x, dann muss diese Menge bezüglich meiner Ordnung ein kleinstes Element haben. Da schauen wir uns auch wieder Beispiele an. Wenn ich endlich viele Elemente habe, ist es auch wieder trivial. Wenn ich darauf eine lineare Ordnung habe, ist das immer automatisch eine Wohlordnung, weil ich quasi eine Kette runtergehen kann und irgendwann muss ja mal Schluss sein, dann bin ich beim kleinsten Element angelangt. Ein weiteres klassisches Beispiel ist die Menge der natürlichen Zahlen mit der üblichen Kleiner-Relation. Das ist eigentlich das Standardbeispiel für eine Wohlordnung. Wenn Sie irgendeine Menge von natürlichen Zahlen haben und die nicht leer ist, dann gibt es darin immer ein kleinstes Element. Aber wenn Sie zum Beispiel die Menge der rationalen Zahlen nehmen oder der Einfachheit halber nehme ich hier mal die Menge der positiven rationalen Zahlen, dann ist die übliche Kleinerordnung keine Wohlordnung mehr. Denn zum Beispiel das Intervall von 1 bis 2, aus dem ich die Zahl 1 rausgenommen habe, hat kein kleinstes Element mehr. 1,1 ist nicht das kleinste, 1,01 ist nicht das kleinste, 1,001 ist nicht das kleinste und so weiter. Das heißt, auf der Menge der positiven rationalen Zahlen ist kleiner keine Wohlordnung. Weil aber diese Menge abzählbar ist, zum Beispiel rechts habe ich zur Erinnerung mal den Kalkin-Wolff-Baum hingeschrieben, kann man darauf eine Wohlordnung definieren über diese Aufzählung. Wenn Sie also zum Beispiel diesen Baum da nehmen, dann würden Sie sagen, eine Zahl ist kleiner als eine andere. Wenn sie weiter oben im Baum steht und wenn zwei Zahlen auf der gleichen Ebene stehen, dann ist die kleinere die, die weiter links steht. Wenn Sie das so machen, dann haben Sie die rationalen Zahlen so angeordnet, dass Sie eine Wohlordnung bekommen. Das heißt, wieder jede Teilmenge hat ein kleinstes Element. Das ist nicht mehr das Kleine, was wir kennen, aber Sie haben eine Wohlordnung. Die Frage, die für uns jetzt wichtig ist und die auch historisch wichtig war, ist, kann man das auch mit der Menge der reellen Zahlen machen? Wie könnte eine Wohlordnung auf der Menge der reellen Zahlen aussehen? Vielleicht halten Sie mal das Video an und denken erstmal kurz selbst drüber nach, wie sowas wohl aussehen könnte. Und nachdem Sie ein bisschen drüber nachgedacht haben, sage ich Ihnen jetzt den Wohlordnungssatz oder wie es ursprünglich hieß, das Wohlordnungsprinzip. Der besagt nämlich, jede Menge lässt sich wohlordnen. Also lässt sich ja wohl auch die Menge der reellen Zahlen wohlordnen, obwohl ich mir sicher bin, dass Ihnen keine Wohlordnung eingefallen ist, wenn Sie keinen Fehler gemacht haben. Wo kommt dieses Wohlordnungsprinzip her? Das kommt von Herrn Cantor, den wir schon öfter erwähnt haben, als Begründer der Mengenlehre. Der hat das in einem seiner Artikel über Mengenlehre als grundlegendes Denkgesetz formuliert. Damit meinte er in der damaligen Sprechweise, dass das etwas sei, was eigentlich klar ist. Das heißt, das war damals kein Satz, den man beweisen musste, sondern er ist davon ausgegangen, dass es ein Prinzip, was völlig klar ist. Worauf ich jetzt nicht eingehen möchte, ist, dieses Wohlordnungsprinzip war für eine Reihe von Dingen, die er in der Mengenlehre gemacht hat, wichtig. Zum Beispiel für die Theorie der unendlichen Kardinalzahlen. Das heißt, das war nicht eine Sache, die er einfach irgendwie so haben wollte, sondern andere Dinge, die er später gemacht hat, basierten darauf. Jedenfalls hat er 1883 gesagt, das ist doch ein grundlegendes Denkgesetz, ist doch völlig klar, dass man jede Menge wohlordnen kann. Dann sind ihm aber später wohl Zweifel gekommen. Und er hat 1895 selbst versucht, das dann doch zu beweisen. Und inzwischen, nachdem Cantor seine Artikel darüber veröffentlicht hatte, haben auch viele andere, teilweise sehr bekannte Mathematiker, versucht, das zu beweisen. Ich habe hier mal ein paar aufgeführt. Der Italiener Burali Forti, der Amerikaner Peirce, der Engländer Jordan und zwei deutsche Mathematiker Schröder und Bernstein und eventuell auch noch andere. All diese Beweisversuche sind gescheitert. Ich sollte vielleicht an dieser Stelle mal dazu sagen, wenn man etwas über die Geschichte der Mengenlehre hört, dann hört man häufig, dass Leute etwas falsch gemacht haben oder an irgendwas gescheitert sind und das sind teilweise sehr bekannte Namen. Das ist nicht so zu verstehen, dass die dumm waren, das waren häufig sehr große Mathematiker. Der Grund, warum damals aus heutiger Sicht viele Dinge falsch gelaufen sind und schief gelaufen sind, ist einfach, dass die Begriffe damals noch sehr unklar waren. Also ein Großteil der Frühgeschichte der Mengenlehre
handelte sich eigentlich, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, darum, erstmal die richtigen Begriffe klar festzuzurren. Und wenn die erstmal klar sind, dann ist der Rest auch klar. Wenn Sie die ganzen Sachen heute einem halbwegs talentierten Mathematikstudenten geben, dann sieht er das sofort. Damals haben selbst die größten Mathematiker das teilweise nicht gesehen, weil noch gar nicht so richtig klar war, worüber man eigentlich genau redet. Und das gilt auch für diese Sache hier. Es haben jedenfalls viele versucht, das zu beweisen. Und es ist nicht wirklich überzeugend gelungen. Und einer von denen, die das auch versucht haben, war der 1904, der schon erwähnte Ernst Zermelo. Der hat gesagt, ich beweise das. Und der hat das auch bewiesen, hat allerdings für den Beweis wiederum selbst ein, wie er es nannte, unbedenkliches logisches Prinzip verwendet. Das nannte er das Prinzip der Auswahl. Und das ist das, was man dann später das Auswahlaxiom genannt hat. Also Zermelo hat eigentlich gezeigt, aus diesem Prinzip der Auswahl folgt der Wohlordnungssatz, den Cantor gerne beweisen wollte. Wenn Sie so wollen, aus heutiger Sicht, hat er einfach ein Prinzip durch ein anderes ersetzt und hat dann gezeigt, aus meinem Prinzip folgt dein Prinzip. Das hat aber zu einem erstaunlichen Echo geführt. In sehr kurzer Zeit haben sehr viele sehr bekannte Mathematiker aus ganz vielen Ländern Artikel zu diesem Prinzip von Zermelo geschrieben. Die meisten dieser Artikel waren kritisch bis ablehnend. Ich habe hier mal ein paar rausgegriffen und Sie sehen schon, da tauchen viele bekannte Namen auf und es ging quer durch Europa. Ironisch an dieser Sache ist noch, dass eine ganze Reihe von den Leuten, die sich damals vehement gegen dieses Prinzip von Zermelo ausgesprochen haben, insbesondere die Franzosen Borel, Baer und Lebesgue, wie man später festgestellt hat, selbst dieses Prinzip in ihren eigenen Arbeiten vorher schon verwendet hatten, allerdings implizit und ohne es selbst richtig zu merken. Das ist genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Die Begriffe waren damals noch nicht so klar. Wenn man aber aus heutiger Sicht von denen ältere Arbeiten aus dem Ende des 19. Jahrhunderts sich genau anschaut, dann sieht man, die haben, ohne es auszusprechen, das Prinzip von Zermelo schon verwendet. Noch ein Beispiel, um zu zeigen, wie umkämpft die Sache damals war und wie unklar und unsicher man sich noch war, beziehungsweise wie weit die Meinungen auseinandergingen. Der polnische Mathematiker Tarski hat 1924 einen Satz bewiesen, in dem er gezeigt hat, dass eine bestimmte Aussage aus der Mengenlehre, nämlich jede unendliche Menge a lässt sich bijektiv auf a Kreuz a abbilden, äquivalent ist zum Auswahlaxiom. Was man schon wusste, war, aus dem Auswahlaxiom folgt diese Aussage. Was neu war, war, dass Tarski gezeigt hat, umgekehrt gilt das auch. Das heißt, wenn jede unendliche Menge a sich bijektiv auf a Kreuz a abbilden lässt, dann folgt daraus das Auswahlaxiom. Das wollte Tarski damals veröffentlichen, und zwar in Compte Rendu, einer sehr bekannten und schon ziemlich alten französischen Fachzeitschrift. Und wie das so üblich ist, gab es zwei Referees, die das gelesen haben und die entscheiden sollten, ob das veröffentlichenswert ist. Der erste von denen war der damals noch relativ junge Maurice Fréchet und der hat gesagt, dass eine wohlbekannte wahre Aussage aus einer anderen folgt, ist kein neues Resultat, das müssen wir nicht veröffentlichen. Der andere war der damals schon ältere Henri Lebesgue und der hat begründet, dass eine falsche Aussage aus einer anderen falschen Aussage folgt, ist nicht von Interesse, das sollten wir nicht veröffentlichen. Also einig waren die sich, dass das nicht veröffentlichenswert ist. Heute sieht man das anders. Das Ding hat sogar den Namen Satz von Tarski bekommen. Nicht einig waren sie sich darin, ob das überhaupt stimmt, worum es da geht. Das war immerhin Mitte der 20er Jahre offenbar noch nicht so klar. So, jetzt möchte ich aber darauf eingehen, was das Auswahlaxiom eigentlich besagt und wozu man es braucht. Und dazu habe ich versucht, ein möglichst einfaches Beispiel zu finden. Ich nehme ein Beispiel aus der Graphentheorie. Selbst wenn Sie nicht genau wissen, was Graphen sind, kann man sich das eigentlich bildlich ganz gut vorstellen. Unten ist ein Graph abgebildet. Graph heißt immer, Sie haben eine Menge von Punkten. In diesem Fall haben wir 9 Punkte. Das sind diese dicken grünen Kreise. Die nennt man in der Graphentheorie typischerweise Ecken. Und einige dieser Punkte sind durch Linien verbunden. Diese Linien nennt man in der Graphentheorie typischerweise Kanten. Und einen Graph nennt man Bipartit, wenn es irgendwie möglich ist, seine Eckenmenge so in zwei Teile aufzuteilen, dass zwischen den beiden Teilen Kanten verlaufen, aber innerhalb eines Teils keine Kanten verlaufen. Dieser Graph hier zum Beispiel ist Bipartit. Der ist schon so hingezeichnet, dass man das sofort sehen kann. Wenn man die Ecken aufteilt in die oberen 5 mit weißem Hintergrund und die unteren 4 mit grauem Hintergrund, dann gibt es keine Kante, die in dem grauen Bereich anfängt und auch im grauen Bereich aufhört. Und es gibt keine Kante, die komplett durch den weißen Bereich verläuft. Alle Kanten laufen von dem weißen in den grauen Bereich.
Wenn das möglich ist, dann nennt man einen Graphen Bipartit. Nun gibt es eine ganz einfache Aussage, die besagt, wenn ich einen Kreisgraph habe, ein Kreisgraph ist, glaube ich, klar, sieht man hier am Bild, was damit gemeint ist, und die Anzahl der Ecken dieses Kreisgraphen ist gerade, dann ist er immer Bipartit. Vielleicht halten Sie jetzt mal kurz das Video an und überlegen sich erstmal selbst, warum dieser Graph, der hier gezeichnet ist, Bipartit ist. Das heißt, wie man die Eckenmenge in zwei Teile aufteilen kann, sodass man die Bipartitheit begründen kann. Das ginge zum Beispiel so. Jetzt haben wir es also auch wieder, dass im grauen Bereich keine Kanten komplett verlaufen und auch im weißen Bereich keine Kanten komplett verlaufen, sondern die Kanten gehen immer vom weißen in den grauen Bereich bzw. umgekehrt. Nebenbei können Sie sich ja nochmal überlegen, wie man begründen kann, und als Begründung reicht natürlich nicht, ich bekomme es nicht hin, wie man also begründen kann, warum es mit einer ungeraden Anzahl von Ecken nicht klappt. Also wieso ist ein Kreisgraph mit einer ungeraden Anzahl von Ecken nicht Bipartit? Wir wollen uns jetzt aber mal die Frage stellen, wie ist das, wenn ich einen Graphen habe, den ich zerlegen kann in eine Vereinigung von disjunkten Kreisgraphen, die alle gerade Eckenzahl haben. Also das ganze Ding da unten soll ein Graph sein, der besteht aus vier einzelnen Teilen, die miteinander nicht verbunden sind, also zwischen den Teilen laufen keine Kanten. Und die einzelnen Teile sind alle selbst Kreisgraphen mit gerader Eckenzahl. Frage, ist dieses Ding auch Bipartit? Und wenn Sie da kurz drüber nachdenken, ist es natürlich trivial. Man kann ja jeden einzelnen Graphen für sich nehmen und den, so wie wir es eben auf der Folie vorher gesehen haben, aufteilen in zwei Eckenhälften. Und jetzt nehmen Sie insgesamt die graue Fläche und Sie sehen, dass insgesamt in der gesamtgrauen Fläche keine Kanten verlaufen. Und Sie nehmen die Restfläche, die mit weißem Hintergrund, und Sie sehen, dass in der weißen Fläche auch keine Kanten komplett verlaufen. Also kein Problem. Jetzt die Gretchenfrage. Stimmt das auch noch, wenn es unendlich viele Kreisgraphen sind? Und ich denke, die meisten Mathematiker heutzutage würden sagen, na klar, das ist doch genauso wie eben. Ich habe unendlich viele solche Kreisgraphen und jeden einzelnen von diesen Kreisgraphen kann ich unterteilen in zwei Hälften, grau und weiß. Und dann schmeiße ich alle grauen Ecken zusammen und alle weißen und damit ist gezeigt, dass das Ding Bipartit ist. Der Haken an der Sache, und das ist die Stelle, an der man aufpassen muss, ist, wie mache ich das denn? Es gibt nämlich mehr als eine Möglichkeit. Ich hätte es ja zum Beispiel auch so machen können. Kein Problem, wenn Sie zum Beispiel wie hier nur vier Graphen haben, dann nehmen Sie den ersten, entscheiden sich bei dem für eine Färbung, dann nehmen Sie den nächsten, entscheiden sich bei dem, wie Sie es machen wollen, den nächsten und so weiter. Bei vieren kein Problem. Bei 42 immer noch kein Problem, vielleicht ein bisschen mehr Arbeit. Und bei 4000 würde es sicherlich keinen Spaß mehr machen, aber zumindest ist es vorstellbar, dass das möglich ist. Sie gehen die einfach Schritt für Schritt durch. Das Problem ist, wenn Sie unendlich viele Kreisgraphen haben, wie wollen Sie für jeden einzelnen von diesen Graphen entscheiden, wie Sie den in Grau und Weiß aufteilen? Das klingt auf den ersten Blick so, als wenn es nicht möglich wäre. Und das ist genau die Stelle, an der man das Auswahlaxiom braucht. Es gibt dafür noch ein wesentlich einprägsameres Beispiel, das stammt von Bertrand Russell, der unten abgebildet ist. Der hat gesagt, stellen Sie sich vor, Sie haben unendlich viele Paare von Schuhen und Ihre Aufgabe ist, aus jedem dieser Paare einen Schuh auszuwählen. Das entspricht der Situation, die wir eben hatten, oder hatten wir unendlich viele Graphen und Sie müssten für jeden von diesen Graphen eine Färbung auswählen. Wenn Sie unendlich viele Paare von Schuhen haben, ist das überhaupt kein Problem, weil Sie ein Kriterium angeben können. Sie können zum Beispiel einfach sagen, ich nehme immer den linken Schuh. Damit ist Ihre Aufgabe gelöst. Jetzt hat Russell gesagt, das Problem sieht aber ganz anders aus, wenn Sie stattdessen unendlich viele Paare von Socken haben. Dann geht das nicht mehr. Bevor jetzt irgendein Schlauberger einen Kommentar drunter schreibt und sagt, an meinen Socken kann man aber links und rechts unterscheiden, Russell ist offenbar von Socken ausgegangen, bei denen man nicht erkennen kann, welches der linke und welches der rechte Socken ist. Ich weiß nicht, welche Sorte Socken englische Lords damals getragen haben, aber wir stellen uns jetzt mal vor, bei ein paar Socken sind linker und rechter Socken komplett gleich. Darum ergibt es auch keinen Sinn, von linken und rechten Socken zu sprechen. Darum gibt es keine Möglichkeit, global für alle unendlich vielen Sockenpaare zu sagen, welches genommen wird. Die einzige Möglichkeit, die Sie haben, ist, jedes Paar durchzugehen und zu sagen, den nehme ich, den nehme ich, den nehme ich. Und das können Sie wiederum auch nicht machen, wenn Sie unendlich viele Paare von Socken haben. Das ist im Prinzip das, was Zermelo erkannt hat, dass man dafür ein Axiom braucht, wenn man sowas macht.
Und Zermelo hat dann gezeigt, das war diese Arbeit von 1904, dass aus diesem Auswahlaxiom, das einfach sagt, immer wenn ich eine unendliche Menge von Dingen habe, aus denen ich etwas auswählen muss, dann kann ich das machen, dass aus diesem Auswahlaxiom der Wohlordnungssatz folgt. Und wir werden jetzt mal sehen, dass daraus noch ganz viele andere Dinge folgen und ganz viele Dinge auch aus sehr unterschiedlichen Bereichen der Mathematik, es geht nicht nur um Mengenlehre, zusammenhängen. Was man schon sehr früh gesehen hat, ist, dass umgekehrt auch aus dem Wohlordnungssatz das Auswahlaxiom folgt. Das hat sicherlich Zermelo selbst schon gesehen, weil das völlig trivial ist. Für jemanden, der sich professionell mit Mathematik beschäftigt, ist das etwas, was ihm in 10 Sekunden einfällt. Ich will da jetzt nicht drauf eingehen. Entscheidend ist, diese beiden Aussagen sind tatsächlich äquivalent. Das heißt, aus dem Auswahlaxiom folgt, wie Zermelo zeigte, der Wohlordnungssatz. Aber wenn ich umgekehrt den Wohlordnungssatz mir sozusagen als Axiom nehme, dann folgt daraus das Auswahlaxiom, was man dann vielleicht Auswahlsatz nennen sollte. Und es gibt, wie ich schon angekündigt habe, eine ganze Reihe von Aussagen in der Mathematik, die auch äquivalent dazu sind. Das bekannteste außer diesen beiden ist wohl das sogenannte Zornsche Lemma, benannt nach einem deutschen Mathematiker namens Max Zorn. Und man kann von diesem Zornschen Lemma zeigen, dass es äquivalent zum Auswahlaxiom und äquivalent zum Wohlordnungssatz ist. Die sind also alle drei gleich stark. Jedes von den dreien können Sie als Axiom nehmen und dann die anderen beiden daraus als Sätze folgern. Das Zornsche Lemma ist meistens das, mit dem man zum ersten Mal Kontakt hat, wenn man Mathematik studiert, weil das zum Beispiel in der linearen Algebra ziemlich am Anfang vorkommt. Aber alle drei sind äquivalent. Ich will jetzt auch gar nicht genau sagen, was das Zornsche Lemma aussagt. Das ist eine Aussage über maximale Elemente in Ordnung. Ich will stattdessen nochmal eine Kostprobe des typischen Mathematiker-Humors geben. Ein amerikanischer Mathematiker hat mal gesagt, das Auswahlaxiom ist offensichtlich wahr, der Wohlordnungssatz ist offensichtlich falsch und bei dem Zornschen Lemma weiß man es nicht so genau. Das ist natürlich ein Witz, weil jeder Mathematiker weiß, dass diese Aussagen äquivalent sind. Das heißt, wenn eine von den dreien offensichtlich wahr ist, dann sind die anderen auch wahr und wenn eine von denen falsch ist, sind die anderen auch falsch. Was Bonar damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass für die meisten Mathematiker das Auswahlaxiom intuitiv wahr ist, heutzutage jedenfalls. Man denkt, dass das funktionieren müsste, während der Wohlordnungssatz eine Sache ist, die man sich nicht vorstellen kann. Man kann sich nicht vorstellen, dass man jede Menge wohlordnen kann. Und das Zornsche Lemma ist so ein bisschen in der Mitte, weil es eigentlich von der Aussage her zu unintuitiv ist, um wirklich eine Meinung dazu zu haben, ob das nun stimmen sollte oder nicht. Rein faktisch ist es aber so, dass alle drei äquivalent sind. So, jetzt kommen wir zu den Äquivalenzen endlich, die ich angekündigt habe. Hier rechts habe ich das hingeschrieben, was ich vorhin schon erwähnt habe. Das ist der Satz von Tarski. Also diese Aussage aus der Mengenlehre ist auch äquivalent zum Auswahlaxiom. Damit ist sie auch äquivalent zu den anderen beiden. Ich mache da jetzt aber nicht überall Pfeile hin, sonst würde das sehr unübersichtlich werden. Also immer wenn zwei von denen hier durch solche Äquivalenzpfeile verbunden sind, sind natürlich die Aussagen auch äquivalent zu allen anderen. Es gibt noch diverse andere Aussagen aus der Mengenlehre, die auch äquivalent zum Auswahlaxiom sind. Da unten zum Beispiel die sogenannte Trichotomie. Das bedeutet, die Kardinalitäten von zwei Mengen sind immer vergleichbar. Wenn Sie das glauben sozusagen, dann müssen Sie auch glauben, dass das Auswahlaxiom gilt. Und umgekehrt, wenn Sie das beweisen wollen, dann müssen Sie das Auswahlaxiom verwenden, um das zu beweisen. Das dreht sich aber im weitesten Sinne, alles was hier steht, immer noch um die Mengenlehre. Interessant wird's dann, wenn man sieht, dass es auch diverse Konsequenzen in ganz anderen Bereichen gibt, und zwar auch wieder in beide Richtungen. Ich habe hier mal Aussagen aus drei ganz unterschiedlichen Bereichen genommen. Die Aussage, dass jeder Vektorraum eine Basis hat, ist eine Aussage aus der linearen Algebra. Die Aussage, dass jeder zusammenhängende Graph einen Spannbaum hat, ist eine Aussage aus der Graphentheorie. Und der Satz von Tychonow, der besagt, dass das Produkt von kompakten Räumen kompakt ist, ist eine Aussage aus der Topologie. Alle drei Aussagen kann man nur mit Hilfe des Auswahlaxioms beweisen und alle drei Aussagen haben die interessante Eigenschaft, dass aus ihnen wiederum das Auswahlaxiom folgt. Das heißt, die sind genauso stark wie das Auswahlaxiom, obwohl sie auf den ersten Blick aus einem Bereich kommen, wo man nicht unbedingt denkt, dass es jetzt was mit Mengenlehre und den Grundlagen der Mathematik zu tun haben müsste. Diese Bücher, die ich da am Anfang besprochen habe, beschäftigen sich unter anderem genau mit solchen Fragen, welche Aussagen sind äquivalent zum Auswahlaxiom? Und man kann eigentlich sagen, dass sich da so ein Spinnengeflecht durch die ganze Mathematik zieht und man in sehr vielen Bereichen der Mathematik Aussagen findet, die man nur mit dem Auswahlaxiom beweisen kann, weil sie wiederum selbst so stark sind wie das Auswahlaxiom.
Allerdings hat das Oslo-Axiom nicht nur solche positiven Konsequenzen wie das, was wir eben gesehen haben. Man kann wichtige Sätze damit beweisen, sondern es hat auch sehr seltsame Konsequenzen. Eine zum Beispiel ist die der Existenz sogenannter Vitali-Mengen. Dass es diese Vitali-Mengen gibt und dass es sogar überabzählbar viele von denen gibt, kann man nur beweisen mit Hilfe des Ausfallaxioms. Aber wenn man das Ausfallaxiom hat, also wenn man daran glaubt sozusagen, dann muss es diese Mengen geben. Und diese Vitali-Mengen sind beschränkte Mengen, also man kann zum Beispiel sagen Time-Mengen des Intervalls von 0 bis 1, die nicht Lebesgue messbar sind. Was ist damit gemeint? Kurze Erklärung, falls Sie das noch nie gehört haben. Das Lebesgue-Maß hängt zusammen mit dem Lebesgue-Integral und das ist eine Möglichkeit, den Inhalt zum Beispiel von Zahlenmengen auf dem Zahlenstrahl zu messen. Und für die Zahlenmengen, die wir uns vorstellen können, funktioniert das so, wie man sich das auch wünschen würde. Ganz simpel, rechts das grüne Beispiel, ein Intervall von 1,5 bis 2,5 bekommt das Lebesgue-Maß 1. Das entspricht der Vorstellung von Länge. Und das linke Beispiel, wenn Sie fünf einzelne Punkte auf dem Zahlenstrahl haben und wir stellen uns ja Punkte so vor, dass sie keine Ausdehnung haben, dann haben diese fünf Punkte zusammen das Lebesgue-Maß 0. Und auch wenn Sie 1000 Punkte nehmen, haben die immer noch das Lebesgue-Maß 0. Also wie gesagt, für die Mengen, mit denen man es im mathematischen Alltag zu tun hat und die man sich vorstellen kann, funktioniert das Lebesgue-Maß und es entspricht auch unseren intuitiven grafischen Vorstellungen. Allerdings konnte Vitali beweisen, dass es in dem Intervall 0,1 eine Menge von Zahlen gibt, die man nicht messen kann mit diesem Lebesgue-Maß. Der Witz ist, man kann mit dem Ausfallaxiom beweisen, dass es diese Menge gibt, man kann aber nicht angeben, wie sie aussieht. Das ist gerade die Krux des Ausfallaxioms, weil es einen ja in der Unendlichkeit alleine lässt und sagt, ja, du kannst das machen, aber ich sag dir nicht wie. Denken Sie an die Socken. Und das kann man nochmal steigern. Als Sie von diesen Vitali-Mengen gehört haben, haben zwei polnische Mathematiker, Banach und Tarski, eine noch viel coolere Idee gehabt. Die haben mit ähnlichen Methoden wie Vitali gezeigt, man kann sich eine Kugel nehmen, das soll die links sein, und kann die so in Stücke zerlegen, dass man aus den Stücken dann wieder zwei Kugeln zusammenbauen kann. Das heißt, man kann das Volumen dieser Kugel verdoppeln. Und man zerlegt sie in Stücke, man kommt tatsächlich sogar mit fünf Stücken aus und mit diesen Stücken wird nichts gemacht, außer dass sie verschoben oder gedreht werden. Also die werden nicht etwa gestreckt oder irgendwie was, sondern man macht mit denen nur ganz unschuldige Sachen. Verschieben und rotieren sind ja Dinge, die nach unserer Erfahrung das Volumen nicht ändern. Das Ding ist eigentlich gar kein Paradoxon, obwohl es immer so genannt wird. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie es typischerweise illustriert wird. Ich habe das jetzt auch mal so gemacht. Ich habe in Tix die übliche Illustration nachgebaut, die man zum Beispiel auch auf Wikipedia sieht. Das Problem an dieser Illustration, und das führt dann auch in die Irre, ist, wie diese Teile in der Mitte dargestellt werden. Nämlich so, wie wir uns Teile von einer Kugel vorstellen würden. Aber die Teile, die da vorkommen, die kann man eben gerade nicht zeichnen, sondern diese Teile werden mit dem Ausfallaxiom erzeugt. Das heißt, es handelt sich um irgendwelche wilden Punktmengen, die nicht konstruierbar sind. Wenn sie konstruierbar wären, bräuchte man kein Ausfallaxiom. Aber mit dem Ausfallaxiom kann man diese seltsame Sache beweisen, die von unserer Vorstellung darauf hinausläuft, dass man wie durch Zauberei aus einer Kugel zwei Kugeln macht, also das Volumen quasi verdoppelt. Im gewissen Sinne der Endpunkt der Geschichte ist, dass wir seit 1962 wissen, dass das Ausfallaxiom unabhängig von den restlichen Zermelo-Fraenkel-Axiomen ist. Gödel hat 1938, das ist der links unten, bewiesen, dass man aus ZF nicht folgern kann, dass das Ausfallaxiom nicht gilt. Und Cohen hat 1962 dann bewiesen, dass man nicht beweisen kann, dass aus dem Zermelo-Fraenkel-Axiom-System das Ausfallaxiom folgt. Das heißt, man kann weder das Ausfallaxiom noch seine Verneinung folgern. Der Fachbegriff dafür ist, das Ausfallaxiom ist unabhängig von den Axiomen. Was mathematisch bedeutet, rein logisch, sind beide Sorten Mathematik, die mit Ausfallaxiom und die ohne, gleich legitim. Mit anderen Worten, wenn die Zermelo-Fraenkel-Lehre widerspruchsfrei sein sollte, dann kommt nicht dadurch ein Widerspruch rein, dass Sie sich für das Ausfallaxiom entscheiden. Wenn Sie sich aber entscheiden, Sie wollen das nicht glauben, Sie glauben, dass das nicht immer geht, dann kommt auch kein Widerspruch rein. Das ist Ihre Entscheidung, was Sie machen. Und ich denke, die große Mehrheit der Mathematiker heutzutage hat sich dafür entschieden, das Ausfallaxiom einfach hinzunehmen. Dazu sage ich gleich noch was.
In gewissem Sinne ist das die Situation, über die wir schon mal gesprochen haben, im Zusammenhang mit nicht-euklidischen Geometrien, die es auch beim Parallelenpostulat gab, was ich ganz am Anfang des Videos erwähnt habe. Da wurde auch lange drüber nachgedacht und versucht, irgendwas zu beweisen. Heutzutage weiß man, dass das Parallelenpostulat unabhängig von den anderen Axiomen ist. Das heißt, die Geometrien mit Parallelenpostulat sind genauso legitim wie die ohne und Sie müssen sich entscheiden, was Sie machen wollen und wofür Sie das verwenden wollen. Wie ist der heutige Stand? Ich wiederhole nochmal die klassische Sichtweise der Mathematik. Das war mit ein Grund, warum es damals solche Kontroversen gegeben hat. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war eigentlich die allgemein verbreitete Sichtweise in der Mathematik, mathematische Objekte, die Dinge, über die wir reden, existieren nur dann, wenn man sie konstruieren kann, wenn man also eine, heute würde man sagen, einen Algorithmus angeben kann, mit dem man diese Objekte konstruieren kann. Im gewissen Sinne war die Mathematik damals mehr fokussiert auf das tatsächliche Rechnen, auf das Arbeiten mit den Objekten. Rechnen jetzt nicht im Sinne von 2 plus 3, aber schon auf das Hantieren mit den Dingen und dann neue Sachen daraus entwickeln und so weiter. Und der im Nachhinein Umbruch war eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts, als Hilbert seinen sogenannten Basissatz bewiesen hat. Das war einer der ersten und vielleicht der erste, jedenfalls der wichtigste, reine Existenzbeweis. Hilbert hat von bestimmten Dingen, die man lange gesucht hat, bewiesen, dass es sie immer geben muss, aber mit rein logischen Methoden und nicht konstruktiv. Und so ein typischer Widerstand von damals war der von Paul Gordon, der in dem Bereich ein wichtiger Experte war, der damals gesagt hat, das, was Hilbert da gemacht hat, ist nicht Mathematik, sondern Theologie. Der hat irgendwas bewiesen, dass es geben soll, aber er kann uns das nicht zeigen, wie man das machen soll. Darum akzeptiere ich das nicht. Das ist die klassische Sichtweise. Die heutige moderne Sichtweise, die sich schließlich durchgesetzt hat, so denken, glaube ich, mindestens 99% der arbeitenden Mathematiker, ist eine ganz andere. Heute sagt man, wenn man mit widerspruchsfreien Methoden die Existenz von einem Objekt nachweisen kann, dann gibt es das. Man macht ein Zugeständnis und sagt, wenn man für den Beweis der Existenz das Auswahlaxiom benutzt, dann sollte man das vorsichtshalber dazuschreiben in seinem Fachartikel, weil das eine Warnung an die Kollegen ist, die das lesen. Es kommt ein nicht konstruktiver Beweis. Aber abgesehen davon ist die Haltung im Prinzip anything goes. Solange es keine Widersprüche erzeugt, können Sie darüber reden, dass es diese Sachen gibt, deren Existenz Sie da bewiesen haben. Dafür gibt es auch einen schönen Spruch, ich glaube, der kommt aus dem Umfeld von Bourbaki, der besagt, Mathematiker sind werktags Platonisten und am Wochenende Formalisten. Da geht es so ein bisschen um die philosophische Einstellung dahinter, um die Ontologie. Was gibt es denn eigentlich? Mit werktags Platonisten ist gemeint, die Mathematiker, wenn sie arbeiten, haben im Hinterkopf wahrscheinlich immer diese Vorstellung, dass die Objekte, mit denen sie da hantieren, ohnehin existieren, ob sie sie nun entdecken oder nicht. Wenn dann aber am Sonntagnachmittag ein Philosoph zum Tee vorbeikommt und mit dem Mathematiker über die Philosophie der Mathematik reden will, dann ziehen sich die meisten Mathematiker zurück auf den formalistischen Standpunkt und sagen, wir hantieren hier eigentlich nur mit irgendwelchen Formeln und wir reden nicht darüber, ob Sachen wirklich existieren oder nicht. Aber die Realität, wenn Sie irgendeinen mathematischen Fachartikel aufschlagen, ist eigentlich die, die ich hier als die moderne Sichtweise beschrieben habe. Und natürlich gibt es Ausnahmen. Es gibt, wie bei Asterix, irgendwelche kleinen Dörfer, die Widerstand leisten. Ich habe hier unten mal als Beispiel jemanden aufgeführt, den Sie vielleicht kennen, wenn Sie sich auch englische Mathematikvideos anschauen. Das ist ein australischer Mathematiker namens Norman Wildberger, der, glaube ich, über 50.000 YouTube-Follower hat. In der Mathematik-Community aber relativ wenige Follower. Der lamentiert Tag aus, Tag ein darüber, dass die moderne Mathematik total im Argen liegt und hat auch Ideen, wie man sie retten kann. Im Prinzip ist seine Sichtweise die, die eher der klassischen oben entspricht. Und wie Wildberger gibt es auch noch ein paar versprengte andere Mathematiker, die unter Namen wie Finitisten, Ultrafinitisten oder Intuitionisten laufen, die diese ganze reine Existenzsichtweise des 20. Jahrhunderts ablehnen. Aber wie gesagt, die meisten Mathematiker heutzutage scheren sich um sowas nicht. Und auch das Auswahlaxiom, was irgendwann mal sehr umstritten war, ist heute einfach ein Instrument, mit dem man arbeitet, wenn man es braucht. Und wenn man es nicht braucht, dann denkt man da nicht groß drüber nach.